ob Ballon modellieren mit den Teeny-Weeny-Clowns, Kinderschminken oder Radfahrtipps des Repair-Cafés. Beim Familienfest des Landes Tirol am 3. Mai 2015 standen von A wie Aktivitätenparcours bis Z wie Zumba viel Spaß, Action und Unterhaltung für die ganze Familie auf dem Programm. Was macht ihr heute beim Familienfest? Was habt ihr euch denn vorgenommen für heute? Also wir wollten zu den Luftballonen gehen und zum Clown und eigentlich Pizza. Zahlreiche große und kleine Gäste fanden sich im Haller Schwimmbad ein, um gemeinsam mit Landeshauptmann Günter Platter und Landesrätin Beate Palfrader den ersten österreichweiten Familientag zu feiern. Ja, wir sind ständig dran, dass wir einfach das Land Tirol als das familienfreundlichste Land ausbauen. Und da sind wir eigentlich recht gut unterwegs mit verschiedensten Initiativen, auch finanzielle Unterstützung für die Familien. Aber es gehört letztendlich auch mal ein Fest dazu. Wir machen ja schon länger ein Familienfest, aber heuer ist das in Österreich, in allen Bundesländern so, von der Frau Bundesministerin Kammersin ausgerufen worden. Wir beteiligen uns auch daran. Die Sophie tanzt, er hat jetzt gerade ein Selfie mit dem Landeshauptmann gemacht und ist ganz stolz. Familienfreundlichkeit äußert sich auf vielerlei Art und Weise. Da geht es natürlich um direkte Unterstützungen. Da geht es auch darum, dass man Zeit für Familien ermöglicht und diese Zeit auch sinnvoll mit Veranstaltungen anfühlt. Ich glaube, es ist ein guter Auftakt für Familien, was zu machen. Macht immer Spaß, es muss was Sinnvolles sein. Da sollen die Familien was mit nach Hause nehmen, was ihnen gefällt. Jetzt sagen wir ein paar die Grillstationen, mal sehen, wie man eine tolle Familienparty machen kann. Die Kinder können was mitmachen. Also es ist für jeden was dabei. Und ich glaube, so soll es sein und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder sowas geben wird. Dann ist der Landeshauptmann einfach hergekommen und hat gesagt, jetzt spielen wir ein Match. Ja, ich mache heute einen Virgin Caipirinha, da gehört rein eine halbe Zitrone, ein bisschen braunen Zucker, dann einen Schuss Zitronenlimonade, das Ganze wird dann gepresst und dann mit Eiswürfeln ein gutes Cocktailglas geben. Das Jugendschutzmobil bringt interaktiven Jugendschutz in die Gemeinden Tirols. Wir sind seit 3,5 Jahren unterwegs, versuchen auf möglichst niederschwellige Art und Weise jugendlichen Kindern, aber auch natürlich Erwachsenen das Thema Jugendschutz wieder ein bisschen unter die Leute zu bringen. Die Repair-Cafés, das hat sich in letzter Zeit recht lustig entwickelt. Die ermutigen auch einfach nochmal zum selber machen, zum hinkommen, zum drüber schauen lassen. Das war ein Fixtermin und wir haben gehofft, dass es heute stattfindet. Und das jetzt passt, das Wetter ist es herrlich, da zu sein. Und ich freue mich, dass das Wetter eigentlich passt, dass viele Familien gekommen sind. Also die Wettervorhersage wäre nicht so wunderbar. Aber man sieht, wenn die Familien unterwegs sind, dann passt das Wetter auch.